Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 15. Was war das für eine letzte Folge, bitteschön? Oh, Mann. Hier ist ein Fragezeichen. Was hat das zu bedeuten? Eine Aufgabe? Ihr habt doch einen Wagen, oder nicht? Ja. Könntet ihr vielleicht damit was für mich besorgen? Wieso ausgerechnet wir? Naja, Sid meinte... Ja? Dass ich euch ruhig etwas einspannen soll, weil ihr hier erstmal festsitzt. Stimmt schon. Das ist eine gute Chance, die Gegend kennenzulernen. Wenn ihr ablehnt, ist das kein Weltuntergang. Aber wenn ihr mir helfen könntet, wäre das schön. Ja, natürlich machen wir das. Eine Lucis-Tomate besorgen. Wow. Da ist Militär und alles unterwegs, aber... Tomaten. Ist wohl eine weitere Lektion des Alten, was? Sid lässt echt nicht locker. Er meint es ja nur gut. Er hat sicher keine Lust auf einen stinkfaulen König. Okay. Nein, komm. Ich will mir erstmal hier das alles anhören. Die Hauptstadt ist also gefallen? Ja, ohne den Wall waren sie chancenlos. Ach du Scheiße. So, und hier, die zwei Damen. Die Verhandlungen sind also geplatzt, was? Gibt das jetzt wieder Krieg? Dann hätten sie sich den ganzen Zirkus echt sparen können. Guck mich nicht so an. Ich war nicht gerade davon. Hoffentlich gibt es nicht schon wieder Straßensperren. Ach was, hier auf dem Land doch nicht. Ah, okay. Ich bin mal gespannt. Reden wir nochmal mit... Ah, Moment. Das waren echt verdammt viele Luftschiffe am Himmel. So einer Übermacht ist niemand gewachsen. Das war wirklich eindeutig zu viel für uns. Aber ihr könnt euch auf uns verlassen. Danke. So kenne ich Großvater überhaupt nicht. Er scheint ziemlich bedrückt zu sein. Ist auch eine echt schlechte Situation gerade. Sid, was hast du zu sagen? Die Niffen hatten's auf den Kristall und den Ring der Lucis abgesehen. Das Friedensabkommen war also nur ein Vorwand. Vater hat sich reinlegen lassen. Ach, Unsinn. Dein Vater wusste genau, wie der Hase läuft. Oder denkst du etwa, er hätte sie grundlos in die Stadt hineingelassen? So wie ich deinen Vater kenne, wollte er den Feind daheim bekämpfen. Doch, das hat nicht gereicht. Er hatte einfach nicht mehr genug Kraft in sich. Chor kann euch das alles sicher besser erklären. Ich weiß ja nicht einmal, wann ich Regis das letzte Mal gesehen habe. So lange ist das schon her. Alles gab es einen Grund. Wir müssen rausfinden, was der Grund seines Vaters war. Ja, mit Sid in der Werkstatt sprechen, das haben wir doch gerade eben. Ich habe eine Nachricht von Chor für euch. Er sagt, er wartet am Königsgrab auf euch. Das Grab liegt nordwestlich von hier. Auf dem Weg gibt's eine Siedlung. Hört euch dort erstmal etwas um. Okay. Nichts zu tun? Doch, natürlich. Ich würde aber erstmal sagen, das Auto sieht natürlich wieder prima aus. Was steht heute an? Komm. Was darf sein? Wir gucken uns das erstmal an.
Sucht euch eine Farbe aus. Ein bisschen ablenken hier. Und? Was ist mit den Felgen? Mehr habe ich im Moment nicht auf Lager. Zweiton? Ein zweifarbiges Design. Ach, nicht schlecht. Welches Design möchtet ihr gerne? Komm, was für euch dabei? Welches Design möchtet ihr gerne? Oh, das ist gar nicht mal schlecht. So. Was für euch dabei? Ach, das können wir. Oh, das können wir sogar hier individualisieren. Zwar. So. Ich kann sowas nicht. Ich habe nicht das Tuning-Auge eigentlich. So. Wir machen mal hier so. Sowas in die Richtung. Ja, komm. Und, Beifahrerseite. Welches Design möchtet ihr gerne? Da dann wenigstens genauso, oder? So. So ungefähr, ne? Oberseite. Was für euch dabei? Machen wir mal ein. Aber nur für oben. Oder? Nee, komm. Das lassen wir. Front. Welches Design möchtet ihr gerne? Na, natürlich nur die zwei Streifen, aber. Guck mal. Hier. So machen wir mal hier hin. Ich klatsche einfach was drauf. Was für euch dabei? Ich klatsche jetzt einfach mal drauf. So. Ich mach das jetzt einfach mal so. Hier, keine Ahnung. Bist du dir sicher? Den Rest übernehme ich. Ja, komm. Das ist in Ordnung so. Fertig. Na, was sagt ihr? Hauptsache, das Auto wurde gewaschen. Und zwar kostenlos. Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So ein kleiner Trost für die schwere Zeit. Ja, das geht schon klar. Das geht schon klar. So, ich würde mal sagen, jetzt können wir aber erstmal hier ein bisschen Tomaten besorgen. Der arme Mondays. Der hat schon mega die Panik wahrscheinlich. Wegen seinen armen Tomaten. Die armen Tomaten. So, wir fahren, automatisches Fahren, zu unserem Aufgabenziel und das wäre hier. Die Tour, ja, das machen wir. So, der Ring der Luzis. Der Ring der Luzis ist eine Insignie des luzischen Königs. Wer unrechtmäßig versucht, ihn zu tragen, wird vom strafenden Flammen verschlungen. Nach dem Tod König Regis fehlt von dem Ring jede Spur. Das haben wir ja gesehen. Die Luna Frey hat ja den Ring jetzt. Und vielleicht kriegen wir als Sohn der Luzis, Prinz Noctis, vielleicht kriegen wir den Ring. Vielleicht sind wir ja würdig, ihn zu tragen. Und dessen Macht teilzuwerden. Nur guck mal, wo wir wieder sind. Wieder hier. Na, sieh mal eine an. Naja, gut. Dann besorgen wir mal die Tomatis. Und da hinten ist schon wieder eine Quest. Ah. Was suchen Sie heute? Wahrscheinlich sind die hier. Luzis Tomate. Eine, herzlichen ne? Dank. Schauen Sie mal wieder vorbei. Ja, die Tomate. Hä? Ich habe doch gerade eben eine Tomate besorgt. Moment. Inventar. Ich prüfe das nochmal. Mal ganz vorsichtshalber. Eine Luzis-Tomate. Ja. Davon haben wir jetzt eine. Doch. Hallo? Willkommen. Eine Luzis-Tomate. Ich nehme noch mal. Herzlichen zwei. Dank. Stets zu Diensten. So. Hä? Komisch.
Das wollte Tucker doch. Ja. Ja, das ging ziemlich schnell. Da kann man ja kaum von Arbeit sprechen. Er hat halt ein gutes Herz. No. Kommt, bringen wir es gleich zu ihm. Ja. Ah, endlich erwische ich dich mal. Das bist du doch, oder, Noctis? Dino hier am Apparat. Der Steinschleifer. Genau, der Steinschleifer. Wir haben uns schon viel zu lange nicht gesehen. Schaut doch mal am Gallienkai vorbei, wenn ihr Zeit habt. Okay, verstanden. Wir sind ja jetzt sogar da. Ja. Okay. So, wenn wir doch schon mal hier sind, jetzt kommen aber erstmal die ganzen Aufgaben. Eieiei. So, und der sitzt einfach tagelang da unten. Ach, hey. Ach, hey. Aber ist ja auch schön hier. Tagelang nur am Rennen und jetzt kommt noch die Trauer dazu. Vater. Wie schön die Musik hier übergeht. Das ist echt gut gemacht. Die Soundkulisse, sehr genial. Sehr, sehr genial. Angeln können wir natürlich auch mal. Mal wieder. Wäre eigentlich nicht schlecht. So. Ah, der Prinz. Gut siehst du aus. Ja, ja. Tut mir leid mit dem Boot. Bei dem, was gerade los ist, sind sogar mir mit all meinen Kontakten die Hände gebunden. Kein Problem. Okay, weißt du, als Reporter allein reicht's gerade vorne und hinten nicht. Deswegen konzentriere ich mich auf meine Accessoires. Ach was. Und dachte so, vielleicht habt ihr Zeit. Wieso? Weil für euch Accessoires dabei rausspringen. Was bringt der mir einfach nur die nötigen Steine. Weißt schon, wie beim letzten Mal. Ihr geht auf Rohsteinsuche. Das können wir natürlich auch noch machen. Wenn es wieder so riskant wird wie beim letzten Mal, na dann, gute Nacht. Ja komm, das machen wir mal. Ich hatte die schlimmsten Befürchtungen. Aber anscheinend will er uns nicht verraten. Zumindest vorerst nicht. Zuzutrauen ist der windigen Type alles. Also nochmal, Rohsteine. Hoffentlich nicht wieder in einem Monsternest. Oder noch schlimmer. Herzen eines Siechers. Oh, ganz nebenbei, es ist ja sogar dunkel. Es ist ja Nacht. Vielleicht sollten wir drüben wieder zelten gehen und warten, bis es wieder Tag wird. Wäre vielleicht besser. Oh, Metallsplitter? Schön. Zwei Kilometer bis dorthin. Wir könnten uns eigentlich mal ein Chocobo borgen. Ich würde sagen, das machen wir sogar am nächsten Tag. Gibt es inzwischen mal wieder neue Waffen? Sollte eigentlich mal vorhanden sein hier. Für jedes Problem die richtige Lösung. Ja, Waffen. Ne? Waffen. Wie immer Waffen. Man sieht sich. Oh. Wir gehen mal zur Campingstelle nach hinten. Und angeln. Angeln will ich auf jeden Fall nochmal. Da hinten sieht man schon den Rauch hochgehen. Das ist unsere Stelle. Zum Trainieren, zum Schlafen, zum Zelten. Und scheinbar auch für Morgensport. Ah, jetzt können wir wieder neue Energie hier saugen. Nicht schlecht. Nicht voll dafür. Da brennen die Steine wieder. Ja, ja. So. So. Das will ich einmal nochmal machen. Training ist immer wichtig. Schluss mit dem Elend. Ja.
Wow. Oh, da hört man wieder das Knacken. Der Schall. Vorwärts. So, da auch nochmal. Kann man hier, ja, so ein bisschen schnell aufladen. Und da sind dann die nächsten Gegner. Ist das lästig? Ja. Monster. Ja. So, ist noch gar nicht ganz aufgeladen. Nano. Das war's. Gut. So. Dann lass uns mal zum Zeltlager. Huch, das wollte ich gar nicht. So, einmal hier kurz. Ich bin der Stein knockt. Der Stein knockt. So. Kann man hier. Vielleicht sollten wir heute hier übernachten. Das wäre eine prima Idee. Dankeschön dafür. Neue Trainingseinheit. Das sollten wir vielleicht mal machen. So, Kampfgeist, Stufe 10. Oh. Hoffentlich kriegen jetzt dafür mehr Punkte. Oh! Alter, was ist mit dir los? Oh, oh. Der hat gerade wieder Aggression. Ja, nein! Okay, das ist ein bisschen schwer. Ja. Komm schon! Okay, nein, das will ich nicht. Oh, scheiße. Der wirft das Ding ja. Okay, langsam. Langsam. Gutes Ausweichmanöver und parieren. Ups. Naja, so geht das auch. Nein. Der haut mit dem Schild zu. Was er eigentlich die gar nicht hat. Verdammt. Oh, gerade so. Alter. Aber ein Schild für Gladiolus? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das müssen wir ihm echt mal zulegen. So. Aber jetzt erstmal runterkommen. Wir sollten erstmal etwas essen. Und essen natürlich. Null Tage vergangen. Das ist gut so. Das kann man mal machen. Und wieder wunderbares Essen für uns. Oh ja. Na komm. Na, guck mal. Ja, komm. Das hat im Prompto so gut geschmeckt. Das können wir gerne wieder machen. Oh ja. Oh, Ignis. Wir würden in echt gute Freunde werden, wenn es dich nur gäbe. So.
Oh. Zufällige Selfies. Okay. Was ist denn mit Prompto los? So, neue Fotos. Mhm. Das ist ein cooles Bild. Das neue Auto, das ist sehr schick. Also nicht neues Auto, sondern neues Design. Oh, da ist er wütend. Das sieht man ihm an. Eine Eistüte bitte mit Schokoladensoße drauf. So sieht das aus. Und das ist auch wieder ganz cool. Aber ja. Dürfen nicht mehr so viel einspeichern. So, und mit frisch gestärkter Power gehen wir jetzt in den nächsten Tag. Huch. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Final Fantasy XV wieder. Bis dann.